Hallo, mein lieber Wassermann, herzlich willkommen zu eurer Finanzlegung, meine Lieben. Ja, wir möchten uns hier mal ansehen, was kommt als nächstes für meine Wassermänner im finanziellen Bereich. Ja, was kommt hier? Oh, Glück, Erfolg, Klarheit. Mehr Details hier für meine Wassermänner. Wow, und wir haben hier die Lilien. Okay, ich würde sagen, das sieht hier mal ganz gut aus, ja. Eventuell hilft dir auch jemand, ja, hier sieht man ja jemanden. Hier hilft jemand den Wassermännern im finanziellen Bereich, ja. Glück, Klarheit, Harmonie im Bereich der Finanzen. Einer, der euch unterstützt im finanziellen Bereich, kommt hier rein. Glück, harmonische Finanzen, bessere Finanzen durch einen neuen Partner eventuell. Ja? Natürlich die Lilienkarte ist auch die Familienkarte. Glück, Unterstützung, viel Glück, viel Unterstützung aus der Familie wäre hier auch möglich. So, mehr Details, was hier auf meine Wassermänner zukommt im finanziellen Bereich. Sechs Schwerter, neun Münzen, Ritter der Kelche. Und hier fünf Kelche, machen wir noch eine zweite Reihe. Sieben Münzen. Bube der Schwerter. Die Hohe Priesterin. Und wir haben hier acht Schwerter. Auf dem unteren Deck haben wir die Sonne. Okay, also gut, wenn ich mir jetzt hier das gesamte Bild anschaue, dann würde ich sagen, es kommt hier im finanziellen Bereich auch Klarheit, ja. Klarheit, wem kannst du hier das Geld vertrauen, wem nicht? Weil hier sieht es so aus, als könnte man hier irgendeine Investition bereuen, ja. Also Klarheit darüber, über das finanzielle Thema. Hier sieht man auch, man verlässt hier etwas. Ja, man verlässt hier irgendeine Situation. Man hatte hier bestimmt auch Luxus, ja, Luxus oder gute Finanzen, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe hier irgendwie, schau mal hier, Ritter der Kelche umgedreht, Bube der Schwerter. Als hättest du hier in jemand in deinem Umfeld, ja, wahrscheinlich kommt es jetzt noch, Leute, die, denen du nicht vertrauen kannst, ja, also mit denen du hier Konflikte über deine Finanzen, über den Bereich Finanzen haben könntest. Leute, die genau wissen, hey, der Wassermann, der hat viel, da werden wir mal diese Person ausnützen, genau, einfach ein bisschen tricksen, ja, den Wassermann in die Irre führen, ja. Genau. Und man sieht hier auch, du könntest hier diese Sache bereuen. Ja, das Glück ist schon auf deiner Seite. Aber du strahlst hier irgendwie finanzielle Stabilität aus. Und somit hast du irgendwelche Leute angezogen, die dir das Geld irgendwie abnehmen möchten, ja, nicht gut gemeint, ja, also wirklich dich austricksen, dich reinlegen möchten, ja, und auch so irgendwie versteckte Motive haben, ja, also wirklich, puh, das ist aber schlimm, ja, okay, somit würde ich fast sagen, deine Finanzen sind eigentlich recht gut, ja, ist natürlich nur für das Kollektive jetzt, ja, das, was ich jetzt hier reinbekomme. Aber du scheinst hier irgendwie mit Leuten zu tun haben, die dann sagen, ja, das wird dem Wassermann hier nicht schaden, wenn wir hier ein bisschen abknöpfen. Ja, genau. Ich glaube, das weißt du auch. Wenn du diese Legung anschaust, wirst du auch wissen, ja, tatsächlich, ich habe solche Leute in meiner Umgebung. Und ja,
Okay, was kommt sonst noch im finanziellen Bereich? Kann auch sein, Leute aus der Familie oder hier eine Person, so eine männliche Person, eine ältere Person. Ja. So, mehr Details hier bitte. Was kommt hier im finanziellen Bereich? Mehr Details für meine Wassermänner. Gerechtigkeit, das ist doch schön, ja. Du lässt dich hier nicht ausnützen, du lässt dich hier nicht reinlegen, ja. Man versucht es, du wirst es zu spüren bekommen. Vielleicht fällst du auch einmal rein, weil du bereust hier etwas, ja, etwas nicht erkannt zu haben, diesen Betrüger nicht erwischt zu haben oder nicht gleich auf deine Intuition gehört zu haben, ja. Und ja, und du steckst hier irgendwie in so einer Situation, ja. Jetzt machst du dir viele Gedanken, ja. Dennoch, ich würde sagen, die Gerechtigkeit kommt hier wieder. Ja, du kannst hier vielleicht einiges wieder ausbügeln. Du kannst hier gerichtlich, ja, ich weiß nicht, ob du selbstständig bist, ob das was damit zu tun hat. Du könntest hier Gerechtigkeit wieder zurückfordern. Ja, aber das musst du dann auch tun. Ja, was noch? Was noch für den Wassermann, bitte? Was noch für den Wassermann? Ich denke, du hast hier einmal sozusagen die Kontrolle verloren. Einmal nicht genau auf alles bedacht. Wassermänner sind ja immer sehr, sehr schlau, ja, immer sehr, die denken immer sehr viel darüber nach, bevor sie etwas entscheiden. Und mit dem Wagen umgedreht, ich würde sagen, ja, da ist es dir eben auch mal passiert, dass du nicht genau gewusst hast, oder die Kontrolle eben verloren hast, ja? Hier hast du die Kontrolle, wenn es so richtig rum wäre. Und so habe ich das Gefühl, ja, doch eine falsche Entscheidung gemacht. Ja. Okay, Moment, ich überlege gerade. Ich würde sagen, ich mache jetzt trotzdem noch eine Legung für euch. Was ist der beste Schritt für bessere Finanzen? Ja, vielleicht ist doch der ein oder andere nicht in dieser super tollen Lage, dass er viel hat. Deswegen schaue ich mir noch in der nächsten Legung dann für euch weiter. Und außerdem werde ich schauen, welche Möglichkeiten könntest du neu angehen. Ja, okay, also wenn ihr Lust habt, schaut gerne rein. Alles Liebe für meine Wassermänner.